So, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem The Sacred Stones mit unserem 16. Kapitel. Oh yeah. Und da sind noch 5 Einheiten, die wir platt machen müssen. Ansonsten haben wir gar nichts mehr zu platt machen. Das heißt, das könnte entweder easy peasy werden oder verdammt hart. Um die Donnergeschichten brauchen wir uns jetzt zumindest keine Gedanken mehr zu machen. Weil da nur noch Göttlichkeit, hier nur noch Elfenlicht und Feuerjuwel. Die Speicher. Und ziehen wir auch einen vor. Das reicht auch. Du hast ein Purgativ. Und du hast ein Purgativ und Heilmittel. Das heißt, kriegen wir was nicht down direkt, wird es einfach gegen geheilt. Und das gefällt mir irgendwie so ganz und gar nicht. Stahllanze, den müssten wir aber auf einen Hieb da down kriegen, auch wenn es 17 Schaden sind. Level up, Level 19. Ein Level brauchen wir noch. Und Göttlichkeit erhalten. Auch schön. Kann ich natürlich auch sehr schnell verschicken. Na, du musst Platz machen. Weil jetzt wird es langsam interessant. Purgativ, wie weit kommst du? Nicht hoch genug. Ah, klar. Aber dafür könnte Thysia dich betanzen. Damit du deinem Prinzen da ein wenig Heilung schenken kannst. So, danke schön. Reicht mir sogar so. Und ich finde es natürlich auch genial, dass die sich nicht bewegen. So, ersten Heiler down. Purgativ erhalten. Schön. Wenn Mir schon keine Erfahrungspunkte sammeln kann, dann soll es wenigstens unser Ephraim tun. Auch wenn es einen Tucken länger dauert. Die ist mir aber auch relativ... Ne, ihr kennt das Spielchen ja bei mir. Stahllanze! Wow, 18 Schaden. Egal, wir haben ja ein Progressiv gekriegt. Passt schon. Waffen Level erhöht. Auch sehr, sehr nice. Dann können wir dich nochmal hochheilen mit dem Purgativ. Direkt ausnutzen, wenn man es hat. Nochmal in Reserve. Ganz besonders, wenn man sich so als Ziel gesetzt hat, den kleinen Ephraim hochzuleveln. 20. Yeah. Der braucht 4 Erfahrungspunkte, nicht so viel auf einmal. Warten. Ja, die beiden müssten das eigentlich recht gut zu zweit hinkriegen. Ephraim. Angriff. Stahllanze sind nur 9. Relive 29. Uiuiuiui. 29 bleiben übrig. 9. 19. 19. Und Ross könnte er finishen. Kampfaxt 51. Ja. Noch sicherer. Gut. Dann kriegt Ephraim seine 4 Erfahrungspunkte jetzt. Hoffe ich zumindest. Sollte eigentlich. Eventuell quittet er sogar. Ich werde nicht zulassen, dass sich jemand zwischen uns stellt. Monika und ich werden glücklich und zufrieden leben. Für immer. Ja, genau. Was war das denn jetzt, bitteschön? Ende. Na, soll es nochmal versuchen. Schon wieder daneben. Und Treffer. Da ist der Level-Up für Ephraim, den ich haben wollte. Level 20, Stärke, Geschicklichkeit, Verteidigung, Resi. Sehr, sehr nice. Ja, dann kriegt Ross jetzt den Kill. Weil der ist mir einfach so stark, dass ich das Potenzial gerne ausnutzen möchte.
Critical Kill. Monika. Wow, Ross, das Monster. Mit einem ganz fetten Level-Up. Was sind das für Stärke, Fähigkeit, Glück? Ja, noch mehr Stärke, noch mehr One-Hit-KO und passt schon. Oh, ja. Ach nein, da kann nur Erika gerade, ne? Shitte. Erikas Route, das heißt, Erika ist auch die Verantwortliche für Thron und so weiter. Und Level Up für Tethys, Level 11. Und der könnten wir eigentlich auch eine Promo gönnen, wenn wir das entsprechende, wenn es dafür einen Gegenstand gibt in dem Teil. Ich weiß es doch nicht. Und besetzen. Prinz Ephraim, Prinzessin Erika, das Schloss wurde gesichert. Und was ist los? Hier entlang. Dies ist das Zimmer, in das sich Orson zurückgezogen hatte. Okay. Was ist das? Oder wer? Liebling. Ihr seid Orsons. Liebling. Oh, Schande. Wenn ich eine Frau hätte, die nur dieses eine Wort kann, ne? Oh, holla, die Waldfee. Ich weiß nicht, was ich mit der anstellen würde. Wie? Das ist schrecklich. Oh. Dies ist die Magie, die auch dazu benutzt wurde, Imperator Vigarde zu kontrollieren. Sie ist bereits tot und ihre Leiche wurde dazu missbraucht. Wer könnte... Du musst dir das nicht länger ansehen, Erika. Lass uns nach draußen gehen. Liebling. Oh, Schande, wie hat Orson das ausgehalten? Wie kann er sich damit bitte schön in dem... Oh nein, bloß nicht vorstellen. Negrofolie vom Feinsten. Oh. Ihr könnt nicht behaupten, dass dieses Ding noch am Leben ist. Ich werde... Nein, ich werde es tun. Die beiden haben jeden Tag hier drin verbracht, nicht wahr? Orson war wahnsinnig. Aber ich glaube, er war glücklich. Liebling. Wie kann man bei sowas glücklich sein? Endlich wieder zurück und kein Dauergeliebling mehr. Dennoch... Wir können das Schloss wieder aufbauen. Das, was gestohlen wurde, darauf kann verzichtet werden. Doch die Wunden und das Leid, die dem Volk von Renais zugefügt worden sind... Es ist zu spät, diesen Schmerz abzuwenden. Sobald ich König bin, muss ich unser Land wieder erblühen lassen. Doch bezweifle ich, dass ich ein herzliches Willkommen erwarten kann. Schließlich habe ich mein Volk im Stich gelassen. Ich kann nur versuchen, sein Vertrauen zurückzugewinnen. Egal, wie lange es dauern mag. Prinzessin Erika, Prinz Ephraim, ihr solltet nach draußen blicken. Nach draußen? Prinz Ephraim, Prinzessin Erika! Der König ist zurückgekehrt, unser König! Lang lebe der König! Nieder mit ihm! Wer war das? Ehre für Renais! Lang lebe König Ephraim! Wusste ich's doch. Ein herzliches Willkommen, wie er sich nicht erträumen konnte. Sie jubeln nicht euch zu. Sie jubeln, weil Orsons Herrschaft zu Ende ist. Sie jubeln wegen der Möglichkeit einer besseren Zukunft. Nicht wegen der Taten, die wir heute vollbracht haben. Doch in welche Richtung werden sich die Herzen des Volkes morgen bewegen? Diese Entscheidung liegt bei euch. Ich werde nicht zulassen, dass ihre Hoffnungen und Träume ein weiteres Mal zerstört werden. Ich werde König sein. Wie mein Vater vor mir, werde ich mich nur ihrem Glück widmen. Und ich werde alles tun, um dir dabei zu helfen, Ephraim.
Und wenn ich alleine wieder die halbe Welt bereisen muss. Ja, so ist das. Prinz Ephraim, Prinzessin Erika. Boah, so langsam wird das echt zur Gewohnheit bei dir, oder? Vor dem Fall von Rhenias vertraute mir König Fardo diese Nachricht an. Er hebt die Armreife der Zwillinge in der Halle der Könige. So wird das Siegel gebrochen und der Ruheplatz des Heiligensteins enthüllt. Ich verstehe. Wir sollen also unsere Armreife über unsere Köpfe erheben, nicht wahr? Lass es uns versuchen, Erika. Ich bin bereit, Ephraim. Und hoch die Ärmchen! Und der Thron verschiebt sich. Wegen hoch die Ärmchen. Ja, okay. Dies ist der Stein von Rhenias. Ja, dies ist einer der fünf Steine, die den Dämonenkönig bezwungen haben. So, jetzt haben wir's. Hätte The Lion unsere Armreife erhalten, wäre der Stein jetzt bereits zerstört worden. Gemeinsam haben wir die einzige Macht beschützt, die uns dabei helfen kann, Lions Wahnsinn zu beenden. Ja, dies ist die einzige Hoffnung, die uns noch bleibt. Hoffnung für dich und mich und die letzte wahre Hoffnung auf Frieden. Das sind noch zwei Thronen. Lass uns zurückgehen, Erika. Wie? Bruder, sieh doch! Unsere Armreife, sie... Was ist das? Reagieren sie auf das Licht des Steins? Erikas Lunaband und Ephraims Soulband reagieren auf die Anwesenheit des Heiligen Steins. Durch die Macht der Armreife können die Zwillinge nun die Klassen wechseln. Soll Erika nun die Klasse wechseln? Ja. Lunaband als Entwicklungsgegenstand. Wer hätte das gedacht, dass das tatsächlich der Entwicklungsgegenstand ist? Erzlord. Ja, das war ein ordentlicher Schub. Soll Ephraim nun in die Klasse wechseln? Jawohl. Und genau deswegen wollte ich ihn unbedingt auf Level 20 haben, um noch das Maximum rauszuholen. Lass mich raten, Erzlord? Na, habe ich richtig geraten? Ja, genau derselbe Werteboost. Aber gar nicht so verkehrt. Ich kann nicht glauben, dass die Armreife über so große Macht verfügen. Ich frage mich, ob Vater dies alles schon vor langer Zeit vorausgeahnt hat. Als ich hier aufwuchs, dachte ich niemals daran, König zu werden. Ich wollte nur ein guter Soldat sein. Ein guter Krieger. Der Beste auf dem Schlachtfeld. Vater verstand niemals, was ich wollte, aber auch ich verstand ihn niemals. So war es auch, als gerade in Rhenias einfiel. Ich hätte zu Hause bleiben müssen, um das Königreich zu verteidigen. Stattdessen rannte ich fort, um mein Verlangen nach Ruhm zu stillen. Ach Bruder, ich glaube nicht, dass du weißt, wie gut Vater deine Gefühle verstanden hat. Als ich ihn zuletzt sah, galt seine Sorge nur deiner Sicherheit. Ich war ihm völlig egal. Wenn ich nur daran denke. Ja, genau. Sie war ihm völlig egal. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Part 1. Naja. Prinzessin Erika hat recht. König Fardo fragte jeden Tag nach euren Taten. Ständig erzählte er mir, welch guter König eines Tages sein würdet. Vater. Nun, Prinz Ephraim, Prinzessin Erika, bitte folgt mir. Aha, warum muss der sich dauernd wiederholen? Jedes Mal Prinz Ephraim, Prinzessin Erika. Einmal durchatmen und weiter geht's. Die heiligen Zwillinge von Rhenias sollten nahe des Reliquienschreins des Steins sein. Die heiligen Zwillinge? Ach, die beiden Truhen. Und die sind was? Ah, da sind sie ja. Diese Lanze kann nur einer der heiligen Zwillinge von Rhenias sein. Bitte, Prinz Ephraim, nehmt dieses heilige Relikt und fühlt seine Schwere.
Dies ist also eine unserer heiligen Zwillingsreliquien? Ich habe sie nie zuvor gesehen. Seht, da ist ein Name eingraviert. Sigmund, die Flammenlanze. Sigmund! Ja, klar, da soll der die behalten. Was für eine Frage, ey. Und diese Klinge ist die Schwester der Lanze. Der andere heilige Zwilling aus den Legenden. Prinzessin Eirika, wenn ich bitten darf? Das ist selbstverständlich. Auch hier wurde ein Name eingraviert. Sieglinde, die Donnerklinge. Die Dönerklinge. Damit kann man die Döner besonders gut schneiden. Dies sind zwei antike Waffen unserer Vorfahren. Die Waffen von Helden. Sie wurden seit Generationen hier bewahrt und waren nur für den König gedacht und auch nur in Zeiten der Not. Welch schreckliche Macht sie doch besitzen. Und dennoch brauchen wir sie, um den Frieden wiederherzustellen. Ich habe genug von den Schrecken des Krieges gesehen. Doch kann ich ihnen noch nicht den Rücken kehren. Wenn wir nur unsere Augen abwenden, geben wir die Welt dem Grauen preis. Und daher muss ich kämpfen. Ich werde alles tun, was ich tun muss, um den Frieden zurückzubringen, den wir einst kannten. Ah, da guck mal, da steht Mir, die eigentlich tot ist. Was ist geschehen? Habt ihr den heiligen Stein gefunden? Ja, hier ist er. Oh, er ist wirklich, ja, wahrlich spektakulär. Er wird die dunklen Schatten erhellen, die sich drohend über uns türmen. Die heiligen Steine unserer Länder wurden von Gradus Leuten zerschlagen. Der Stein von Renais ist die letzte Waffe, die uns noch bleibt. Nein, das ist nicht richtig. Ihr habt den Stein meines geliebten Raustens vergessen. Erinnert euch, es gab 5 heilige Steine für unsere 5 Nationen. Die Steine von Grado, Frelia und Jehana sind fort. Die Hoffnung jedoch nicht. Immerhin haben wir den Stein von Renais. Und jener von Rauston befindet sich in Sicherheit. Der Weg ist für uns frei, meine Freunde. Ich muss euch nun nach Rauston führen. Ihr habt recht, Larachel. Wir zählen auf euch, dass ihr uns den Weg zeigt. Aber natürlich, ihr alle seid herzlich willkommen im Palast zu logieren? Passt das? Und Eirika, ihr sollt mein Gast in meinen privaten Quartieren sein. Wollen wir uns auf den Weg machen? Boah, so gut gelaunt, ey. Und ich dachte noch, wir kriegen das Kapitel nicht fertig mehr in diesem Part. Uiuiui. Das nächste Kapitel heißt Fluss des Besonderen. Wo soll's denn dann weitergehen, bitte? Ach, da einmal durch, hier Hanna wieder durch. Holla die Waldfee. Was kann sie eigentlich? Also eigentlich. Nein, ich probiere es nicht aus. Ich beende den Part an dieser Stelle. Ich bedanke euch fürs. Bedanke euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich habe zu viel gequasselt. Das heißt, wir sehen uns erst im nächsten Part von Let's Play Fire Emblem The Sacred Stones wieder. Und danke nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.